Jo Leute, herzlich willkommen zu Need for Speed Shift. Habt ihr jetzt mal wieder Lust drauf? Fahren wir doch mal wieder eine Runde. Einfach mal wieder reinschmeißen. Alte Zock. Ist ja nun auch schon gut 10 Jahre alt. Vielleicht doch ein bisschen schwieriger einstellen nochmal, ja. Schön, Ideallinie hier. Könnt ihr mal ein Video machen, wie man das Logitech Driving Force GT auch vernünftig einstellt für das Spiel. Ganz perfekt ist bei mir auch noch nicht, aber wie man sieht, sehr brauchbar. Passiert so ungefähr das am Bildschirm, was ich hier mache, so lenktechnisch. Und so sollte es ja auch sein, ne? So viel Simulation wie möglich. Dafür hat man das ja. Abgezogen, würde ich sagen. Läuft bei mir. Interessant, dass so ein Rennen nicht mal 3 Minuten geht anscheinend. Können wir richtig was durchziehen hier, ne? Pah. Ist was freigeschaltet? Okay. Aber erstmal will ich hier durch. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium. Kann ich nicht wegdrücken, also viel ne? Spaß und sei vorsichtig. Bleib im Morgen mehr. Lass mich fahren. Grün, los, los, los.
doch. Geht doch. Kann man mal machen, ne? Alles ran, Abzeichen, was auch immer. Rennen auf der Nordschleife. Ja, das ist schön. Da kann man schön pesen. Wie sieht's denn aus hier? Gameplay. Erfahren. Ja, aber lasse ich so, weil es spielt sich ganz nett so. Macht Spaß. Hätte ich eigentlich nochmal den Wagen aufrüsten können, nicht wahr? Naja, zu spät. Ich gerade noch mal schauen, in der Hoffnung, dass das hier nicht abstürzt. Das wird natürlich nicht. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Na gut, dann will ich hoffen, dass ich... Naja. So aus, als wenn das Spiel ein bisschen zu laut ist, aber das kann ich ja in Outer City noch nachbearbeiten, notfalls. Aber gelitten der Wagen. Neues Fahrerlevel läuft. Sagen, das blaue da rechts, das ist doch kein Wagen. Ich überrunde doch wohl nicht schon, oder? Da könnte man eigentlich auch ordentlich mit Vollgas durch, oder? Wenn man richtigen Winkel hat, könnte klappen, ne? Thank you.
man mal machen. Ja, mal schauen, den Wagen mal ein bisschen noch aufmotzen. So, da zeigt er die Namen an, wie lang kann man übst. Den, wer da besser war, von Freunden und so. Alles klar. Die demnächst mal ein paar Rekorde brechen. Und dann hauen wir alles rein hier. Komm, die Bremsen nehmen wir auch noch mit, auch wenn wir sie nicht brauchen. Aber das ist doch schönes Machen hier. Aerodynamik, Rennteile, Nitro-Kit. Ach, Nitro, im Ernst? Muss das sein? Rennen aus Prof ist immer eine feine Sache. Ah, hau mal rein da. Na komm, drin mit dem Nitro. Gehen uns hier langsam wieder die Knete aus. Cockpit-Upgrade, individuelles Lenkrad. Gewicht reduzieren, das ist immer eine feine Sache. Ja gut. Mal gucken, was geht hier. Jetzt fängt er wieder an, richtig Spaß zu machen und sucht. Ne? Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Ja, da geht er mal bis 75. 60. Ist ja egal, läuft der Fluss. Ne? Grün, los, los, los. Ganz merkwürdig, was wir hier schon gebaut haben. Ups. Macht schon Laune. Das macht ordentlich Laune. Wir hoffen, dass es nicht wieder so eine Copyright-Geschichten gibt hier. Das wäre wieder nervig. Aber naja, wir gucken mal, ne? Immer alles her, immer alles ran.
Jo. Das soll es dann zu dieser Folge erstmal gewesen sein. Wir gucken mal, ob wir das demnächst einmal fortführen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann schon mal angefangen hat, aber keine Lust mehr, weil sich das doof anfühlt als Let's Play. Aber wir gucken mal. Bis dahin, haut rein.